Herzlich willkommen zurück zu einer, zu der zweiten Folge von Transportfieber Dreiflussland. Und ich habe den Plan, ich muss mal kurz mir das mit der Firma wegschieben, Kens Küstrom mit Alten Kunststadt zu verbinden. Wir werden deswegen einen zweiten Bahnsteig hier in, wo sind wir denn überhaupt? In Alten Kunststadt ein zweites Gleis zum Bahnhof hinzufügen. Vielleicht bei Dings auch. Vielleicht in Horbruch auch. Mal gucken. Ja, 127.000. Wie wir sehen, schreiben wir noch grüne Zahlen. Also passt das, was das betrifft. Bevor hier irgendwelche Häuser gebaut werden, ziehen wir das hier durch. Und ich schätze mal, wir werden einfach so einen relativ guten Bogen hier machen und verbinden dann ungefähr ab hier so die Stressganze miteinander. Wobei, wo packen wir den Bahnhof hin? Da hinten geht es auch noch lang. Ich würde fast sagen, wir lassen diesen Teil unbeaufsichtigt. Verbinden den vielleicht, inszenieren den mit nach draußen zu verbinden. Und packen dann den Bahnhof hier hin irgendwo um den Dreh. Vielleicht so, dass sie sich noch ein bisschen ausbreiten können. So, noch hier. So, natürlich wieder ordentlich einen Weg, den wir dann zurücklegen müssen. Und wir machen das. Oh Gott, wir machen das auch direkt so, dass wir hier. Das Ganze miteinander verbinden. So, dann halt der einmal hier, dann hier, hier. Dann geht es hier rum und dann halten wir. Gott. Da noch und dann haben wir das Ganze. Neue Linie. Geht es los in der Kirchgasse, Birkenweg, dann drehen wir im Fasanenweg, Feldstraße, Lessingstraße, Friedhofsgasse und Amselweg und das ist dann, oh Gott, Küstro L1, schon vergessen wir nämlich den Anfang, ja, Kens Küstro, genau, Kens Küstro, Linie 1, zack. Eins, hoppla. Das wird nur ein Zug sein, ne? Und also ein eigenes Gleis, mehr oder weniger. Dann. So, da, zack. Dann natürlich hier ein Signal davor. Müsste demnach ja auch schon fast für dich erreichen. Wir müssen aber noch ein Verbindungsstück was natürlich geil wäre, wenn man es halt mitten im Bahnhof machen könnte, aber das geht ja leider nicht. Halt so, gucken, ob sich da irgendwie was beißt. Natürlich beißt sich das. Ah, er meint, ich muss ja noch ein
Wegpunkt machen. So, das heißt, hier nach kommt noch der als Wegpunkt und dann passt das wiederum. Müssen wir vielleicht noch gucken, ob wir genügend... schon fast passen, oder? Okay, machen wir nochmal hier ein Signal hin und hier eins, dann passt das. Dann ist halt die Frage, warten wir, bis wir mehr Kohle haben, oder besorgen wir uns ein einfach so just for the lols, oder mit holen wir uns Geld und holen uns dann einen Zug. Bevor wir das machen, machen wir erstmal das Wichtigste. Nämlich holen uns mal einfach jetzt hier endlich mal hier Dings. Fahrzeuge. 1, 2, 3, 4, 5. Und Kens Küstro. Können die andere Linie auch schon mal machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das jetzt mache. Altenkunststadt Bahnhof, Kens Küstrow, Altenkunststadt und nach dort. Ja, das passt. Das passt. Passt das denn hier hinten auch? Muss man hier warten und dann... Oh, das passt schon. Das passt schon, würde ich sagen. Das habe ich nur nicht umbenannt, ne? Verdammt. Horbruch. Hallo? Horbruch Küstrow. Nennen wir es mal einfach so. Und dann holen wir uns einen Zug. Ach, was sind denn die anderen getrimmt? Wir könnten halt schon noch ein weiteres daran bekommen vertragen. Und weil dieser Zug länger ist, würde ich fast sagen, holen wir uns davon einfach, das ist eine Doppeltraktion, weil wir schieben von hinten. Wie viele Passagiere hatten die denn? 50 oder sowas war das, ne? 54. Können wir mit 54 eigentlich auch mal einfach anfangen. Wir zahlen 50.000 Zinsen, also zahlen würden wir 100.000 Zinsen zahlen, oh Gott. Lieber nicht. So, ich habe mir jetzt einfach doch nochmal ein Darlehen geholt. Zack, Linie zuweisen. Horbruch Küstrow. Hat ja auch ein bisschen was, ne? Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir dachte. Ob der halt auch wirklich dadurch auf der einen oder anderen Stelle deutlich schneller ist. Also, wenn man sich hier den Berg hochkämpft. Schauen wir uns das mal an.
noch keiner zusteigen will, ist ja normal. Okay, ich glaube, es geht auch hier schon ziemlich steil bergauf. Da ist er ja doch schon ziemlich gut dabei. Borsig bekommen. Damit wird es 5 Kilometer pro Stunde schneller gehen. Aber dafür brauchen wir erstmal Geld. Da warten aber auch schon die ersten Personen. Das ist natürlich auch wieder geil. Und wie ich sehe, ich glaube 38 Kilometer pro Stunde oder 37 Kilometer pro Stunde ist das geringste. Mal gucken, wie das ist auf der alten Strecke. Okay, zwei fahren schon mit. Wie sieht es eigentlich mit den Linien aus? Ticketpreis pro Kilometer 1.950. Ah, die Waldfee. Maximale Wartezeit 3 Minuten. Ah, nee. Okay, die Wartezeit oder die Dauer ist natürlich schon krass, aber. Also liegt natürlich daran, das ist natürlich erstmal eingleisig. Erstmal. Das sind aber auch 8 Minuten, das könnten wir, oder 7 Minuten, wie auch immer, das könnte man auch noch beschleunigen. Es muss aber erstmal Küstrow, beziehungsweise Rohrbruch, Küstrow muss erstmal ihr Geld einbringen. So. Beim maximalen Tempo geht es auch wieder runter ins Tal, mehr oder weniger. Zum nächsten Halt, der ist, wird wahrscheinlich eher weniger benutzt werden, also für zum Zusteigen. Weil er halt schon existiert, oder weil schon was existiert. Aber stehen doch schon die eine oder andere Person dran. Okay, 431 haben wir, 431, 4300 haben wir gerade bekommen. Ich bin immer echt gespannt, wie schnell wir gleich den Berg hochkommen. Da warten scheinbar welche auch, um nach Küstrow zu fahren, so wie es aussieht. Wie viel werde ich jetzt gleich von dieser Person bekommen? 7000? 6 sind zugestiegen. Dann wollen wir mal gucken. Oh Gott, ist halt auch leiser, Mensch. Mal gucken, wie schnell wir jetzt gleich vorankommen. Wahrscheinlich nicht, weil vor uns ein Zug fährt. Der schleicht, wohlgemerkt. Wiederum belastend. Das ist sehr, sehr belastend. Okay, Fakt ist, wir brauchen mehr Geld. Bedenken, wir sind aus dem Stand losgefahren und kriechen nur mit 13 Kilometern schon den Berg hoch. Ja, das ist schon nicht schlecht. Also Fakt ist, wir brauchen Geld, um uns stärkere Züge zu holen oder die anderen dann noch mit einem weiteren, was war das, DR3? Das wäre schon mal nicht mehr. D1/3.
auszuschatten. Mal gucken. Oder halt das Ganze auf Borsig umzuschwenken und natürlich unser Geld zurückzuzahlen. Aber dafür ist es doch schon ziemlich hügelig, weswegen wir höchstwahrscheinlich auch erstmal auf längere Zeit oder weiterhin auf Doppeltraktion zurückgreifen müssen. Bin mal gespannt, wie viele wollen jetzt mit? Das scheinen sehr viele zu sein. Wenn das alle sind, die wirklich mit wollen? Ja, das sind viele, das ist sehr schön. 30 Leute. 26 zugestiegen, keiner ist ausgestiegen scheinbar. Ja, wunderbar. Geld bringt es dann auch nicht so wirklich ein, aber nicht schlecht. Also die Taktfrequenz, die könnten wir deutlich erhöhen. Wie gesagt, dafür bräuchten wir halt noch einen weiteren, jeweils eine weitere D1-3. Sprich 200.000 Puffer. Oder 250.000 wahrscheinlich. Nee, war das 250? 226.000 brauchen wir als Puffer. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier sich so entwickelt. Also das könnte man prinzipiell sogar fast schon jetzt kaufen. Da warten richtig viele. Wir müssen das entweder an Personen erhöhen oder wir müssen noch einen zweiten Zug hier raufbekommen. Dafür brauchen wir aber erstmal Geld. Ich möchte möglichst schnell von den Schulden eigentlich wegkommen. 61.000, 54 kommen mit. Zurückzahlen. Batz. Haben nur noch 5 Millionen an Schulden. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich lasse das Ganze wie gehabt, wie auch nach der ersten Folge weiterhin laufen, damit wir das Geld wieder ein bisschen reinbekommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich auch beim nächsten Mal gucken, wohin wir uns weiterentwickeln. Also vielleicht upgraden wir einfach nur das bestehende Netz oder wir erweitern es. Mal gucken. Allerdings nach Richtung Bärbaum ist es sehr hügelig, weswegen wir wahrscheinlich uns eher Richtung Niederwörresbach oder Richtung Niederhilbersheim aufmachen werden. Was gibt das jetzt an Kohle? 181.000. Keine Sau steigt zu.